Servus miteinander. In diesem Video sind wir im Bereich der Seefracht und wir schauen uns hier die Container an. Zunächst einmal, warum werden überhaupt so viele Container in der Seefracht verwendet? Das hat natürlich mit den vielen Vorteilen, die Container haben, zu tun. Zunächst einmal bietet ein Container, der natürlich schon ein sehr stabiles Gehäuse in sich ist, einen hohen Grad an Schutz für die Ware. Außerdem ist es natürlich sehr vorteilhaft, dass sich die Ware einfach beim Losschicken im Binnenland beim Unternehmen schon in einen Container verpacken kann. Und dann muss nur noch der Container aufs Schiff gestellt werden, dann der Container vielleicht auf den Zug oder ein LKW und kommt dann beim Kunden an. Also ohne, dass die Ware aus dem Container rausgenommen werden muss. Und das wissen wir natürlich an solchen Schnittstellen, wo Ware umgepackt wird, ist immer hohe Verlustwahrscheinlichkeit, hohe Beschädigungswahrscheinlichkeit und das wird so natürlich minimiert, weil einfach nur der Container weitergereicht wird. Und das Ganze geht natürlich sehr schnell. Der Container ist standardisiert, das heißt, ich habe einen Kran, der einfach den Container nimmt, aufs Schiff stellt und dann den nächsten Container nimmt und so weiter. Das heißt, es ist standardisiert und Standardisierung hilft uns natürlich immer dabei, effizient zu werden, schnell zu werden und Fehler zu vermeiden. Dadurch ist es eben auch möglich, dass für Container relativ günstige Frachtraten angeboten werden können. Das heißt, durch diese Standardisierung ist es in der Regel billiger, etwas in einem Container zu verschicken, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine große Maschine einfach nur ohne einen Container verschicke, wo dann zum Beispiel schon der Kran drauf angepasst werden muss, der das hochhebt. Und dann muss ich natürlich dann auch gucken, wie ich diese Maschine auf dem Schiff befestigen kann, sichern kann und so weiter. Und mit einem Container ist das einfach standardisiert, was eben dann sich auch positiv in aller Regel auf die Höhe der Frachtrate auswirkt. Es gibt natürlich auch noch weitere Vorteile des Containers, aber an dieser Stelle begnügen wir uns mit den eben genannten. Schauen wir uns nun an, welche Arten von Container es gibt. Ich gehe hier jetzt nur kurz drauf ein, da es sehr viel unterschiedliche Arten sind und benenne so die großen Unterschiede. Es ist aber definitiv eine gute Idee, bei einer Suchmaschine im Internet im Bereich der Bilder eben mal diese Namen hier einzugeben, um sich wirklich vor Augen zu führen, wie diese Container denn tatsächlich dann auch aussehen. Wir haben nämlich als erstes den Standardcontainer. Das ist das, was wir alle vor Augen haben, wenn wir an einen Container denken. Dann gibt es den Highcube-Container, der ist auch wie der Standard-Container, aber einfach etwas höher. Dann haben wir Hardtop-Container. Hardtop-Container haben ein abnehmbares Stahldach. Das ist also natürlich abnehmbar, aber es ist sehr stabil. Im Unterschied zum Open-Top-Container. Auch der Open-Top-Container hat ein Dach, aber das besteht aus einer Plane. Und da ist natürlich klar, eine Plane ist niemals so stabil wie eine Stahlplatte bzw. ein Stahldach. Dann haben wir jetzt hier noch den Flat-Rack-Container. Der Flat-Rack-Container besteht aus der Bodenplatte eines Containers, aber auch die Front- und die Stirnseite sind hier vorhanden, wodurch ich Ware natürlich relativ gut befestigen kann, sichern kann. Im Unterschied dazu ist der Plattform-Container wirklich nur noch unten quasi die Bodenplatte eines Containers. Das hat aber natürlich den Vorteil, dass sich Ware mit Übergröße hier gut platzieren kann und trotzdem relativ gut handeln kann. Kommen wir in die rechte Box. Es gibt Bulk-Container, also für Schüttgut. Die haben in aller Regel oben im Dach so Einfüllstutzen. Unterschiedlich viele, wo ich dann zum Beispiel Getreide reinrieseln lassen kann. Dann haben wir den Ventilated Container. Der bietet sich an oder wird vor allem verwendet beim Transport auch von Rohkaffee. Ihr wisst, Rohkaffee wird transportiert in solchen Jutesäcken, die also luftdurchlässig, atmungsaktiv, könnte man auch sagen, sind. Und das ergibt natürlich nur Sinn, wenn auch der Container das ist. Das heißt, der Ventilated Container ist belüftet, hier kann Luft rein und raus. Dann haben wir den Tankcontainer, der sich für Flüssigkeiten anbietet. Und wir haben als letztes hier noch aufgeführt die Kühl- und die Isoliercontainer. Beide können temperaturgeführt transportiert werden. Der Unterschied ist, dass der Kühlcontainer selber ein Kühlaggregat hat. Er hat also sozusagen die Klimaanlage selber am Container mit dran.
Der Isoliercontainer dagegen könnte an eine Klimaanlage des Schiffes angeschlossen werden, so dass dann kühle Luft eben in den Container reingepumpt werden kann. Wir merken uns also, dass der Containertransport in der Seeschifffahrt sehr viele Vorteile birgt, was damit zu tun hat, dass wir einfach standardisiert arbeiten können, weil jeder Container dann immer relativ gleich ist und dass es eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Containern gibt.